Guten Morgen. Das sieht ja schon hell draußen aus, schaut mal. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich glaube, es ist schon ziemlich spät. 4 Grad minus draußen und es ist 8:45 Uhr, ne? Und hier machen wir erstmal, ja, üblich an. Ja, geschlafen habe ich so lala. Ich bin immer mal wach geworden in der Nacht. Das war die erste Pullerpause. So sieht es hier draußen aus. Schaut mal. Da kommt die Sonne hoch, da hinten irgendwo. Ja. Viele kleine Bungalows hier. Schön. Schöne Ecke. Zum Frühstück gibt es heute Weißbrot, Eier, Aprikosenmarmelade und die letzten Lebkuchenherzen. Ja. Wartet mal die Maske immer. Ja, wie gesagt, Richtung Rathenow geht's. 50 Kilometer. Da laden wir dann nach und dann vielleicht fahren wir danach noch 10 Kilometer, 15. Müssen wir mal schauen. Frühstückchen erstmal. Gut. Da ist er, Homeless. Am Schlafsack hatte ich gute 20 Grad drin gehabt. Ohne Probleme. Ist unterwegs nach Erfurt. Dementsprechend auch gut geschlafen. Ja. Ich muss erstmal einen Kaffee machen. Ja, Käffchen. Und ein bisschen warm fahren. Warm fahren. Gute Idee. Ich würde am liebsten mich noch ein bisschen warm schlafen. Mal gucken, wie viel Sprit ich verbraucht habe. Oh, hier ist es jetzt. Und hier war es. Also, knapp ein Liter vielleicht, schätze ich mal. Vielleicht nicht ganz. Ja, gut. Packe ich das hier mal rein. Spaziergang können wir heute leider nicht machen. Aber ihr könnt euch das Ganze hier mal aus der Luft angucken. Ja, guten Flug. Gerade dabei die Hose anzuziehen. Wo ist er jetzt eigentlich? Hallo, es ist 9:30 Uhr. Ja, irgendwie komme ich jetzt doch früher los. Jetzt habe ich noch einen Kumpel hier kennengelernt. Sehr netter Mensch. Ja, haben wir noch über die Wölfe erzählt. Die waren ja auch in der Nähe bei Güsen. Ja, gut. Leute, dann würde ich sagen, lasst uns mal die Stützen hoch machen. Und dann losdonnern. Jetzt ist schon 10:45 Uhr. Ja, Sonne kommt schon gut hoch. Ja, er war sehr hilfsbereit eben. Wie gesagt, hätte ich nachladen können. Und er war auch sehr viel hier mit dem Zelt unterwegs. Hat auf dem See pennt hier schon mal, als er zugefroren war. Also auch ein Abenteurer. Lernt man kennen hier. Sehr gefährlich hier. Neben Straßen gefahren ist echt gefährlich. Wunderschöne Gegend hier. Guckt euch das mal an. Ja, wir fahren jetzt gleich in Ideburg rein. Und die ersten 3 Kilometer haben wir geschafft. 3,5. Akku hat noch unter Last 52 Volt und es ist 10.36 Uhr. Geht mal wieder den Elbe-Havel-Kanal hoch. Und ja, du merkst hier wirklich jedes Mal, jedes Gramm. Ist schon echt schwer, die Hütte hier. Hört sich da Eis. Vielleicht friert ja auch die Ostsee mal wieder zu. Hab gehört, in Skandinavien soll es richtig heftig, knackig kalt sein. Minus 30, 40 Grad. Ja, schöne Ecke hier. Gleich kommen wir da vorne, kommt Güsen. Ja, und der junge Mann hat eben auch was von Wölfen erzählt. Er hat sie nämlich schon gesehen, gerade hier in der Nähe. Hier bei Güsen ist nämlich ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Da hat er die gesehen. Er ist nämlich auch viel im Wald unterwegs. Auch Altengrabow.
wo ich auch war. So, bin jetzt in Güsen, fahr auf der Bundesstraße. Linker ausmachen. Dann geht es jetzt Richtung Ferchland und in Paray, hinter Paray müssen wir biegen. Blödsinn erzählt. Ich muss in Jericho abbiegen. Und das hier ist ja keine Bundesstraße, das ist bloß eine gelbe Straße. Vorher war es eine weiße. Hintere Tür ist Gold wert. Erstmal Jacke umziehen. Die Daunenjacke, die ich bis jetzt anhatte, ist mir zu warm. Ich wollte mir gerade meine Mütze aufsetzen, da kam ein LKW. Ist mir durch den Windzug voll die Mütze weggewedelt. Da ist noch das Schiff, das wir eben gesehen haben vom Weiten. Ah, tuckert doch gemächlich lang hin. Wir haben 14 Kilometer runter und ich bin in Paray. Hier könnte ich auch noch mal einkaufen bei NP. Aber wir fahren weiter. Haben wir alles. Fahren wir auf dem Radweg, mal gucken, wie weit wir kommen. Und da hängt schon wieder ein Gummistiefel. Dazu wehmann zu viel Stiefel, muss man ihn einsammeln. Das war's schon wieder mit dem Radweg, da komme ich auch nicht durch. Das ist halt das Nervige. Hört mal, hier alles noch überschwemmt hinter mir da. Ich fahre jetzt in Derben rein. Hier haben wir letztes Jahr gepennt auf der Wintertour. Muss schon das erste Mal Schlangenlinie fahren hier in Derben. Da ganz hinten ist die Elbe. Ihm hat man so ein bisschen gesehen, aber ja, wird jetzt nicht mehr. Fahren jetzt in die Ernst-Thälmann-Straße rein und gucken uns da vorne mal die Elbe an. Sag ich doch, Wahnsinn, es überschwemmt immer noch hier alles. Echt cool. Wow. Und jetzt schwenken wir mal langsam rum und das ist die Seite nach Magdeburg. Und guckt mal, Wahnsinn, das sieht ja mal richtig mega urig mal wieder aus. Ja, und da drüben die Seite bin ich auch schon lang gefahren. Da geht ja auch der linksseitige Elberadweg lang, der westseitige. Gleich mal einen Akku umstöpseln und schaut mal, hier können Sie sogar eine Nacht verbringen. Hier sogar so ein Plateau mit Bänken. Das wäre natürlich eine richtig coole Stelle gewesen für die Übernachtung hier. Hier ist die Abbruchkante, auch nicht ungefährlich. Guck mal, sind schon Bäume abgestürzt. Schaut euch mal an, das ist echt ein uriges Bild, dieser Wohnwagen hier. Dann geht es hier runter zur Elbe. Wahnsinn. Jetzt vor Klitznick und der Wind pfeift ganz schön rein von da, von der Seite. Komme ich immer noch hier an den rechten Fahrbahnrand. Wahnsinn. Alles überschwemmt hier. Jetzt eine Eisfläche. Fast bis zum Ort hier alles unter Wasser. Schaut euch das an. Die Seite hier kommt der Ort und hier linksseitig auch. Bin jetzt in Jericho. Ja, hinter noch eine Kirche. Die müssen wir gleich abbiegen. So aus. Höckerstein lang. Coole Windmühle hier noch in Jericho. Ja, hier müssen wir jetzt weiter. Deshalb lache ich gut. Aber schön, der Radweg ist besser als die Straße. Fährt super. Guck mal, Hänger, wirklich stabil. Da kommen keine Schwingungen rein. Der hat ihn ziemlich doll geschwungen. Oh, wo ist es? Ja, wo willst du denn hin? Zur Ostsee. Zur Ostsee? Schläfst du da drin? Ja. Okay. Oder hast du so angehalten jetzt, ja? Ja, normalerweise fahren wir hier bei Rot. Ich dachte, du bist ein Fan. Ich habe doch gleich einen netten Dachdeckermeister kennengelernt. Der Zimmermann, was er war, ja. Er überlegt sich auch einen Wohnwagen zu bauen für einen Trecker. Mit dem Trecker durch die Gegend fahren, ja, auch cool. Lustig. Ich dachte, das ist jemand, der meinen Kanal kennt. Vielleicht guckt er jetzt zu. Ja, schöne Grüße. Und da steht es ja schon, Rate nur 21 Kilometer, ich weiß nicht, ich kann es mal ein bisschen ranzoomen. Ja, und hier geht's rum. Ja, und der war echt so wie zur Ostzeiten, hat ihn gar angequatscht. Vor 19 Jahren war der immer so. Cool. Ich bin auch noch so wie früher. Und
links oben auch, wie es gerade wieder hieß. Jetzt sind wir in Briest. Ja, guck mal, hier ist ein alte Scheune. Ganz kurz waren wir in dem Ort drin, jetzt fahren wir schon mal raus. Hier ist ein Schild. Ja, mein Popel ist auch schon, ich stehe mal hoch hier. Aber wir haben auch schon 40 Kilometer wieder. Also, gut vorwärts im Rückenwind. Rückenwind ist mein Freund, genau wie Pyro, bester Mann. Das ist ein Fahrer Bengel. Ich werde hier reinfahren, hier vorne, bis den Weg reingehen. So, fahren wir durch den Schnee hier rein, herrlich. Leuchtet an. Und jetzt können wir schon die Fußspuren, Tierspuren beobachten. Hier, guckt mal, das sieht ja cool aus. Super Stelle hier, der Töpfer aus. Ja, bleiben wir gleich so stehen. Wind kommt von da. Bin ich schön windgeschützt hier, wenn ich die Tür aufmache. Super. Sonne haben wir auch noch ein bisschen. So, Wasser rein. Oh, hier ist richtig halbwegs warm drin, ja, durch die Sonne. Heizung läuft hoch, irgendwie krampft. Ich weiß nicht, irgendwie geht sie nicht an, oder? Scheiße. Manchmal, ja. Eine kleine Macke. Ich hoffe, das gleich angeht. Naja, auf jeden Fall, wir können ja mal die Tierspuren beobachten, bis die Heizung hochläuft. Guck mal, ich habe hier nämlich was entdeckt. Ganz viele, so einen typischen Wildtierpfad hier. Alles voll. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich Rehspuren, denke ich mal. Ja, das kann man natürlich jetzt im Schnee schön machen, die Spuren beobachten hier, was hier so rumturnt. Gut, hier sind jetzt Menschenspuren, das ist vielleicht ein Hund gewesen, das andere. Obwohl natürlich viele kleine Spuren, das wird auch irgendwas gewesen sein. Ist jetzt hier richtig was, mach eine gute Pause, ich schätze mal so 2 Stunden. Dann fahren wir nachher weiter, komme ich wahrscheinlich so im Dunkeln an der Ladesäule an und werde dann da auch übernachten. Fast überall kocht eben das Ganze. Ja, 12 Minuten müssen jetzt die Nudeln. Ja, dann würde ich sagen, guten. Ich habe jetzt hier mal die App von Mobility Plus. Ja, und da bin ich, hinter Schmetzdorf. Und eigentlich sollte hier meine Ladesäule sein. Na, irgendwie ist die weg. Die ist jetzt hier im Ort. Das ist ja merkwürdig. Keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß es nicht. Eine Vermutung ist, die ist vielleicht gerade belegt. Die ist an so einer Tankstelle. Hier gibt es jetzt noch ein Käffchen. Den gucke ich homeless sein Video weiter. Und es gibt noch einen leckeren Snickers. Ich habe gerade ein bisschen gepennt. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen sauber. Trinken wir noch ein Käffchen und dann geht's weiter. Eisiger Wind von hier. Also, hoi, Leute. Pfeift ganz schön rein. Zum Glück kann man den von hinten. Staue ich mal hier noch alles. Hoi. Gib gleich die Kamera um. Das ist eine gute Taktik hier. So, die Stützen hier hinten kommen als erstes hoch. Dran. Wir können uns hier noch mal reinsetzen und kurz aufwärmen. Übrigens hinter Rathenau ist auch noch eine Ladesäule in so einem kleinen Ort an einem See. Vielleicht fahre ich auch dahin. Müssen wir mal gucken. Ja. Ja, gut, haben sie geschafft. Machen wir noch so circa 20 Kilometer. Vielleicht fahren wir hinter Rathenau hin und ja, laden da denn. Wir haben jetzt 50 Kilometer runter. Fahren wir ein kurzes Stück Bundesstraße B188. Ist nicht so viel los, seht ihr ja. Und ja, kürze ich ein bisschen ab. Nächste Abfahrt machen wir auch wieder runter. Reicht. Da hinten geht es schon wieder runter. Schön aus, wie die Sonne hier noch so reinscheint. Schöpfst du mal noch den Akku rum, sicher. Ja, auf so Nebenwegen ist ein Radweg und hier auf der Bundesstraße fehlt er. Das ist ganz oft hier in Sachsen-Anhalt. Also äußerst merkwürdig.
Wege, wo keiner fährt, da ist einer. Und hier ist keiner. LKWs sind noch am rücksichtsvollsten hier bei sowas. Ist okay. So, jetzt machen wir. Nicht die Bahnstrecke lang, habt ihr den Zug noch gesehen? Naja, war nicht schnell. Hier da vorne der nächste Kumpel, der angehalten hat und mich angesprochen hat. Echt cool. Echt nur wie zu Ostzeiten hier. Ja, wir sind in Rathenow. Und da vorne müsste die Ladesäule sein. Hinter dem Kreisverkehr hier. Ist natürlich nicht ganz so ideal gelegen. Gucken, vielleicht fahre ich noch weiter. Denke ich fahre noch weiter, so gerade halb fünf. Wir haben jetzt 55 Kilometer. Nee, da fahren wir weiter. Irgendwo da hinten ist die. Die Polizei war vor dem Bus. Ey, ey, ey. Mal gucken, ob die mich mal anhalten hier. Rathenow, Leute. Die war ich übrigens auch noch nie. Ein Haufen so Kanäle hier, schaut mal, hier. Wie geht's denn weiter? Ja, hier ist auch glatt noch ein Rewe, aber wir fahren weiter, wir haben noch genug Kreisverkehr und hier müssen wir jetzt rechts raus. Und dann geht's in diesen zu diesem kleinen Ort, wo die nächste Ladesäule ist. Hier kommt jetzt auch eine schöne Sauna, könnten wir auch mal wieder gehen. Hier ist doch schon die Ladesäule, sieht doch schon so aus. Meine ist auch eine Hauptstraße hier, aber... Könnte natürlich sein, dass die jetzt zumachen, naja. Ja. Muss mal gucken. Hab mich jetzt doch dazu entschlossen, hier zu laden. Funktioniert auch. Zeige euch auch gleich wie. Wenn ich hier eher gewesen wäre, hätte ich doch noch weiterfahren können. Und jetzt bin ich irgendwie noch in Jange. Würde gerne noch 10, 15 Kilometer fahren. Irgendwie doof jetzt, aber das ist halt das mit den Ladestationen. Müsste eigentlich in jedem Ort eine geben. Aber es ist... Ja, viel zu wenig noch. Ich habe wieder mit der Karte vorgehalten, allerdings war hier verkehrt. Hier oben musste man es dranhängen. Hier muss man die Kreditkarte irgendwie gegen machen. Ja, dann geht's. Wunderbar. Alles angestöpselt in mein Kabel hier. Lädt hier alles, sieht immer ein bisschen wüst aus. Dann der Große braucht über 4 Stunden, also sind wir jetzt erstmal eine Weile hier, darum ist ein bisschen ärgerlich. Steckdosenleiste mit der Viererleiste ist jetzt echt doof. Ich habe nämlich für die Handschuhe extra noch ein zweites Ladegerät geholt. Guck mal, da ist es. Ersatzakkus. Und würde auch gerne die Handschuhe laden, die Akkus. Aber geht ja nicht. Hier sind sie übrigens. Weil ich bloß eine Viererleiste habe. Also jetzt überlege ich schon doch hier zu bleiben. Weil es geht hier mit der Lautstärke her. Und die andere Ladestation ist genau an der Straße. Also da stehe ich genau neben der Straße. Das ist auch bescheuert. Hier gibt es jetzt erstmal ein Käffchen und ein bisschen Happenpappen. Schönes Brot, schönen Salat, schönen Käse. Ja, hier lädt alles fleißig. Und hier drinnen, oh, wir sind schon bei 20 Grad und den Außensensor muss ich mal rauslegen. Der ist noch drinnen. Ja, so lassen wir es uns gut gehen hier. Und es ist auch schon 6:45. Ja, 1,5 Stunden haben wir schon, also schnell vergeht die Zeit. Ja, wir haben hier drin 17 Grad, draußen minus 2 und es ist 20.52 Uhr. 3 Kilowattstunden habe ich geladen. Ja, und ab 4 Stunden muss man Blockiergebühr zahlen. Also müsst ihr euch vorher abstöpseln und auch die Zeit merken. Man sieht die nämlich nicht in der App, wenn das über Ladekarte geht. Ja, und ich warte jetzt kurz und dann nehme ich die andere Säule. Gekostet hat der Spaß 1,92 Euro, da steht's. So, jetzt habe ich reingesteckt, die beiden Schalter auf 1. Karte dran gehalten und es lädt. Wunderbar. Alle anderen Akkus sind jetzt voll, aber der große mit 1,2 Kilowattstunden lädt immer noch. Mittlerweile 5 Stunden. Wahnsinn. Und wir haben, Gesamtstrecke sind bis jetzt 102,6 Kilometer. Teilstrecke waren heute 60,4 Kilometer. Also auch gar nicht so schlecht. Hätte natürlich gerne noch 10, 20 Kilometer gemacht. Wäre auch locker drin gewesen. Also ja, man, ich hätte heute locker 80 Kilometer schaffen können. Natürlich mit leichtem Rückenwind, aber man kann es schaffen, auch mit dem Boliden hier. Ja, aber wie gesagt, Ladesäulen. Durchschnittsgeschwindigkeit 16,75 Kilometer die Stunde. Ja, und ich snack mir jetzt noch einen Riegel und es gibt hier ein gutes Nachtkäffchen. Ja, dann hoffen, dass der Akku gleich voll ist. Wird sich nämlich hingelegt, ja. Und ohne die Dieselstandheizung ist der CO2-Gehalt relativ hoch, 1430. Macht echt was aus, weil die pustet immer schön frischen Sauerstoff da unten rein. Das ist schon gut. 5 Stunden und 40 Minuten. Jetzt ist der große Akku voll mit 1,25 Kilowattstunden. Das ist ja schön lange.
So, dann machen wir mal Reißverschluss zu. Dann würde ich sagen, gute Nacht, sagt euch euer Endurone und Wolfi Flocki. Gute Nächte. Guten Morgen. Erste Pipi-Pause. Ja, heimlich hier im Busch. Das konnte ich nicht aufhalten. Und ja, gut, ist ein bisschen wärmer geworden. Ui, ich sehe einfach schlafen aus. Ja, hab auch sehr gut geschlafen. Ja, und ein bisschen windig. Und was ich unbedingt machen muss, ist das hier. Bei Wind klappert das muss hin und her hier so. Kann ich nicht pennen, wirst du ständig wach in der Nacht. Ja, hier drinnen sind 4 Grad, draußen minus 0,7. Hier ist das Käffchen schon fertig. Und die Aprikosenmarmelade. Ja, und ich habe mich auch noch mal an die Ladesäule angestöpselt. Schaut mal, da ist sie. Ja, die wird immer so blau, denn leuchtet hin und her, sieht cool aus. Dann lade hier nochmal den Akku, der hier alles versorgt, hier die Standheizung und so. Und hier hinten noch die Akkus hier von meinen Handschuhen und von meinen beheizbaren Einlegesohlen. Dann kann man nochmal zur Karte gucken, genau. Hier der Wetterbericht erstmal für Fürstenberg. Ja, an die Tage geht's noch, wird auch nochmal kalt jetzt die Nacht. Dann wird es aber wärmer. Ja, dann kommt ein Sturmtief. Seht ihr das hier? Ab Dienstag wird es heftig, denn schaut mal, Höhen bis 70. Ist zum Glück ein bisschen weniger geworden. Den Tag stand da noch 80 und 90. Jetzt, wie gesagt, bin ich hier bei Rathenow. Möchte denn nicht Bundesstraße fahren, fahre hier einen kleinen Umweg an diesem See lang. Und dann muss ich kurz Bundesstraße fahren, fahre allerdings hier wieder hoch. Zack. Und dann geht es hier lang. Seht ihr, hat er sogar verkehrt gemacht. Geht es hier oben lang. Gehen wir mal als Zwischenziel in. Danke, führt auch da lang. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht fahren wir auch da lang. Das war jetzt kürzer. Ja, in Richtung Färbelin hier und bis an diesen See hier. Wie heißt der Ort da? Im Atmas Altfriesack. So, ich mache jetzt hier noch die LED-Lichterkette ab und dann geht's weiter. Ist jetzt 9:30. Ja, und wenn ihr abmachen wollt, braucht ihr bloß den oberen Schalter hier auf ausmachen. Zack, habt ihr gehört? Also kurz entriegelt. Dann ziehen wir noch raus. Gleich stützen wir hoch. Was jetzt gut mit der Autokupplung hier? Und mal Bremse auslösen. Bremsen sind übrigens auch gut. Zack. Oh. Kamera spinnt schon mal. Wollte euch gerade die Eisfläche zeigen auf dem Radweg. Ja, hier kommt jetzt eine kleine. Hier mal der halbe Radweg davon überzogen, kannst du nicht fahren, ist zu gefährlich. Ja, und hier ist wieder das Merkwürdige. Hier ist ein Radweg, ein Nebenweg. Schöne Ecke hier. Richtig cool aus. Seitdem kommt die Sonne hoch. Ja, ist noch relativ früh, 10.05 Uhr. Bin heute zeitig losgekommen. Sag mal, wo sind jetzt die Nadel? Was soll ich da hier hinter dem Auto? Da ist er. Oh, da hätte ich ihn auch. Wie ich es mir auf der Karte schon angeschaut habe, hätte ich genau auf der neben der Straße gepennt. Das war dann da schon besser neben anderen Ort. Seht ihr, jetzt müssen wir hier rum. Da drüben ist ein Golfplatz. Auch toll. Schön naturbelassen. Hier geht es jetzt weiter. Fahren um den See so ein bisschen rum. Gleich geht es links. Und hier sieht es auch richtig schön aus. Schaut mal, hier liegen so Hausboote. Kann man sich mieten. Das sind ja cool, die Teile. Aber ganz schön holprig hier das Ganze. Ja, ist jetzt wieder so ein totaler Nebenweg und der wird dann noch vom Belag her schlecht. Da unten ist der See. Richtig schön aus. Ja, jetzt auch schöne Stellen zum Übernachten. Und überall sind auch so eine Bänke hier, seht ihr da drüben. Kann man sich schön hinsetzen und natürlich genießen. Das DDR-Kino ist das. Die waren früher immer auf den Zeltplätzen oder ja, Wehrlager waren die Fanlager. Das ist hier leichten seitlichen Gegenwind von da, wo ich euch gerade hinhalte. Muss hier schon noch fast höchste Stufe stellen im Motor. Ja, das Ding ist halt wie eine Schrankwand. Wahnsinn. Oh, jetzt kommt Zwickau, oder? Bin jetzt auf der Bundesstraße. Da geht vom Verkehr her. Jetzt kommt ein Auto.
Ja, wir haben jetzt 15 Kilometer runter, fahren 23 Sachen. Denn wir haben Rückenwind wieder. Sehr gut. Seit der Brockentour habe ich eine Phobie gegen Gegenwind. Flughafen Stechow. Cooler Flieger. Guck mal. Fährt mit seinem Trecker auf Bundesstraße. So, hier das hoch. Ja, läuft gut bis jetzt. Aber frei. Und jetzt kommt sogar noch ein bisschen die Sonne raus. Mega coole Gegend mal wieder. Guckt mal. Schön naturbelassen. So lieben wir das. Ja, deswegen musste ich hier lang fahren. Ja, ich muss aber diesen Bach. Das überflutet hier. Wahnsinn. Cool aus. Ja, hier geht es jetzt weiter. Aber wir biegen gleich ab. Hier ist so ein Hügel, den ich gerade umfahre. Und vorne geht es dann links gleich. Zack, rum. Junge, 3 Kilometer. Und hier ist ein Duo, René. Mal gucken, ob wieder Weg ist. Jetzt sieht es erstmal gut aus. Wir sind jetzt in Gürme. Ja, hier so eine Kirche. Ich wollte gerade sagen, die sieht aber schon ziemlich ramponiert aus. Da. Die machen sie gerade neu. Richtig. Aber mein Ding gerade an. Oh, danke. Geht etwa mein Pieper nicht? Doch, stimmt. Jetzt höre ich es auch. Also den Sommer muss ich noch lauter machen. So sieht es hier aus. Viele Projekte für KLU, aber hier schon neu gemacht. Hier war auch schon am Werkeln. Und hier macht er wahrscheinlich gerade Beton, wa? Schöne Grüße. Hier hat er noch ein paar Projekte, guckt mal. Da sind doch schöne Häuser. Sieht ja cool aus, eine große Herde von Rindern hier mitten im Schnee. Das sieht total urig aus. Das war die erste Pullerpause. Ja, im nächsten Ort kommt Aldi, da halten wir erstmal an. Getränke holen. Ja, und ich mache erstmal meine Fußheizung hier an. Erstmal an, ja. Obwohl, die Dinger habe ich auch nicht an. Am Wohnwagen, gut. Wir haben jetzt mittlerweile 33 Kilometer runter. Akku hat unterlast 45, 46 Volt. Hier geht es jetzt weiter direkt zu Aldi. Ja, ich bin bei Aldi da und da ist sogar ein Baumarkt. Ich habe Glück. Da gibt es doch bestimmt eine Steckdosenleiste. Boah, ich komme hier so komplett hoch. Ich habe mal Bock auf eine Dose. Nehmen wir mal mit. Habe ich ja fleißig eingekauft. Guck mal, schöne Chips gibt's. Und ja, Nudossi hatte ich euch eben gezeigt. Hier ein paar Salate. Vor allem Wasser. Machen wir das gleich mal ran hier. Zack, ist doch super. So ein Mist. Um 12 macht er zu. Und es ist 3 Minuten nach 12. Ah, Pech gehabt. Na gut, so unbedingt brauche ich es ja auch nicht. Ja, können wir unterwegs aber noch kaufen. Akkus sind erstmal voll. Schöne Grüße nach Friesack, wo ich eben einkaufen war. Irgendwer hat mich eben noch gegrüßt. Ich habe bloß gehört, oh nee. Ich habe auch keinen gesehen, ich habe einen Buch. Guck mal, da ist der Olaf, der eben im Ort vorher gegrüßt hat. Wir haben uns schön unterhalten. Schöne Grüße, Olaf, nochmal von der Stelle hier. Ich muss jetzt erstmal hier hoch. Deine Erhöhung. Fix und fertig. Ich glaube, Brocken wird wirklich nicht mit der Hütte hier. Wir haben jetzt fast 40 Kilometer runter. Akku hat ohne Last 47 oder 46, 9 Volt. Aber mit Last war ich eben schon runter auf 43. Und ich wechsle mal. Den ist auch nicht ganz so leer. Dann lädt er nicht ganz so lange nächstes Mal. Und dann machen wir gleich mal ein Päuselchen. Ja. Ihr hört, ich kann kaum noch reden. Habe ich hier den Wind von der Seite und das ist schon echt heftig. Ja, der Wagen hat ja auch eine riesen Angriffsfläche und der Motor war schon fast voll Hütte. Das ist schon die ohne. Der Akku geht schon runter auf 50 Volt. Ja, ich fahre gerade mal 2 Kilometer hier. Das ist so bescheuert. Voll hat der Akku übrigens 58 Volt. Ja, ich gerade 3 Kilometer drin. Oh ja, kleiner Wolf. Guck mal hier, ein schönes Herrenhaus. Das sieht ja richtig gut aus. Und hier eine schöne Kirche. Toll. Habe ich das nicht schon mal im Fernsehen gesehen? Da gab es so also eine Videoreihe bei NDR. Schaut mal, wie schnell ich fahre. Fast 30. Mit 0 Watt. Dank Rückenwind. Ja, darauf setzen wir auf die Tour. Oder bei der Tour. Schön. Ja, wir haben noch gleich fast 50 Kilometer runter. 47 genau. Oh, guck mal da, ein freilaufender Hund. Sieht aus wie ein Fuchs.
Sieht hier gut aus. So ein Trainer. Schön. Ja, habe jetzt eine schöne Stelle gefunden hier. Oder gut, was heißt schön? Genau neben der Straße, da ist sie. Aber ging jetzt nicht anders. Denn ich habe nämlich Hunger, Leute. Wir haben schon 50 Kilometer runter. Und das nächste Waldstück, das ist noch eine Weile hin. Erstmal aus den Schuhen raus. Und ich muss sagen, die beheizbaren Einlegesäulen sind echt Gold wert. Hab mir auch ein paar Ersatzakkus besorgt. Mit dem Wohnwagen ist schon zu cool. Hältst du hier an vom Acker, Heizung läuft hoch, kannst dein Päuschen machen, fühlt sich wie zu Hause. Ist ja auch mein Zuhause jetzt. Und das ist schon eine feine Sache, muss ich sagen. Stellt man immer noch fest, wenn man unterwegs ist. Dann hier gibt es jetzt, ich setze jetzt auf vegane Gemüsebällchen, Eiersalat und schönes Brot. Ja, kann man essen. Mal was anderes. Ja, schönes Brot dazu, das ist auch von Aldi, ist auch gut. Noch Kompott, Milka Schokolade. Und ich gucke gerade hier Boris on Tour. Nee, der Kanal heißt Tech for Fun. Er hat auch die Drohne vorgestellt, die DJI Mini 4. Könnt ihr mal drauf schauen auf seinen Kanal. Ach, jetzt war ich ja weg gewesen hier. Uiuiui. Da bin ich aktuell und da wollen wir dahin. Das ist unser Zwischenziel Fürstenberg. Und wie ihr seht, ich bin kurz vor Neuruppin und ja, fahre dann noch hier lang über die A24 Richtung Lindomark. Sind knapp 30 Kilometer und guck mal, da geht dann das Waldgebiet los und da stellen wir uns irgendwo hin schön. So, dann lasst uns mal die Hose anziehen. Das machen wir weiter. Und da schön den Wald stellen. Das liebe ich. Also Stadt ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber ja, lässt sich halt auf der Wintertour nicht vermeiden. Matratze noch rein. So, dann machen wir schon mal hinten die Stützen hoch. Ja, das wird langsam schon, oder? Wo ist denn die Sonne? Da hinten irgendwo. Fast Untergang schon. Mal gucken, was für eine schöne Stelle wir finden. So, den Hobel wieder angekoppelt hier. Zack. Ab und zu. Jetzt los. Da hängt ein Trabi an der Fassade. Sieht ja cool aus. Ja, den ersten Kilometer haben wir nach der Pause. Grüß dich. Hat gegrüßt. Ja, haben schon 55 Kilometer. 20 machen wir noch. Schaut mal hier. Da wird ein bisschen Beton fällig von Kailu. Neues Projekt für ihn und hier das nächste. Da kannst du viele Beton machen, Kai. Gut gemacht und hier muss noch ein bisschen was gemacht werden, ein bisschen Farbe. Ja, cool sieht es aus mit dem Weihnachtsstern. Dammkrug, genau. Hier die A24 und dort geht es weiter zum Ort Langen. Ja, noch 20 Kilometer zum Ziel, im Wald. Wir haben jetzt gleich 65 Kilometer runter, Akku hat noch 45 Volt unter Last. Da ist die Karte und als nächstes kommt dort Alt-Friesack. Und es wird schon mal langsam duster, wie ihr seht. So schnell geht das und es ist 16:46. Ich bin jetzt fast bei Alt-Friesack, kurz davor. Und guck mal, hier ist ein altes Gebäude. Da ist bestimmt immer eine alte Fabrik. Da ist noch Licht. Da ist noch was. Guckt man hier auch noch. Das ist ein Projekt oder Falkai, du würde ich sagen. Ja. Und schaut mal hier drüben, ist ein See. Ja, hier ist auch, sind zwei große Seen. Und als nächstes kommt Alt-Friesack. Alt-Friesack. Ja, und hier ist richtig cool aus. Der See ist zugefroren. Toll. Hinten der Sonnenuntergang noch. Ja, hier vor mir wird es düster. Geht gleich in den Wald rein. Ja, und der Akku scheint hier runter. Ohne Last 45 Volt. Hier ist er schon zusammengebrochen. Hier coole Fachwerkhäuser. Das sieht ja mal gut aus hier. Da vorne kommt ein Hügel, ja, der Akku war jetzt runter,
Hab jetzt umgestöpselt, der hier ist jetzt voll, hat fast 58 Volt, ja, und wir haben schon 70,5 Kilometer. A10 machen wir noch hier, oder? Ja, vielleicht wenn ich eine schöne Stelle finde, haue ich mich irgendwo hin. Bis zu meinem Ziel sind es eigentlich noch 5,7 Kilometer, da seht ihr es. Bin kurz vor Herzberg-Mark und ja, da ist die Straße, warte mal, ach, nicht. Jetzt seht ihr auch nicht, hier ist die Straße. Und hier ist ein schöner Waldweg, schön, ein bisschen Licht hier. Windgeschützt, fahr ich mal rein, sieht schön breit aus. Bleibe ich nämlich hier. Man muss die guten Stellen nehmen, wie sie kommen. Jetzt kommt anscheinend eine gute. Kann man nämlich auch gut reinfahren hier, seht ihr, schön breit. So, machen wir Licht an. Schaut mal, sieht ja gut aus. Dann stellen wir uns irgendwo hier hinten hin. Da hinten ist die Straße, bin ein Stück weg. Ja, hier ist ein bisschen frei, hier können wir uns hinstellen. Leider geht kein Nebenweg hier mal rein irgendwo. Das wäre natürlich besser, weil hier ist ein relativer Hauptweg. Mensch, mein Dings ist ja offen hier. Kein Wunder, dass er so geklappert hat beim Fahren. Naja, auf jeden Fall eine richtig schöne Stelle hier im Wald. Einziger Nachteil, ich stehe neben dem Hauptweg. Könnte sein, dass der Förster kommt oder Jäger. Müssen wir mal schauen, was er denn da. Also spannend. Ich verjagt oder? Na gut, Schüchchen aus. Ihr kennt das Spielchen. Bloß durch die Gegend hier. Und Chips habe ich auch. Man muss sich auch mal was gönnen. Richtig. Heizung an. Und Schüchchen aus. Oh, das erste Mal will er aber nicht. Was stimmt da nicht, Leute? Hier gibt es jetzt ein bisschen Abendbrot und ein Käffchen. Ja, und dann sehen wir uns nachher beim Glühweinchen. Genau, Prösterchen. Der Glühwein ist fertig. Ja, die Überwachungskamera habe ich auch wieder hingehangen. Gestern hatte ich sie ja nicht draußen, aber heute ja. Dann können wir gleich nochmal drauf gucken, wie das Bild ist. Genau. Ist übrigens schon wieder 7:45. Also wahnsinnig, wie die Zeit vergeht, ja. Aber dafür haben wir gut Strecke gemacht. Genau, wir können ja erstmal die Daten durchgehen. Ja, es ist jetzt schon 19.15 Uhr. Ja, Gesamtstrecke 179 Kilometer fast. Teilstrecke, heute haben wir Gas gegeben, 76,3. Richtig gut. Allerdings mit leichtem Rückenwind. Ja, Fahrzeit waren 4 Stunden. Maximale Geschwindigkeit 29,4. Und Durchschnittsgeschwindigkeit 17,58 Kilometer die Stunde. Also richtig gut. So, dann gucken wir nochmal, was die Kamera sagt. Müsst ihr auf die App immer klicken. Und jetzt verbindet sie sich. Ich habe den Router schon an, da liegt er. Hier ist der Router. Und hier ist die Kamera. Schaut mal, so sieht es aus denn. Gucken, ob wir da einen Wolf sehen. Waren viele Wildtierspuren hier zu sehen. War auch ein Wildtierpfad hier. Eigentlich, theoretisch müssten die Rehe hier in den Wohnwagen reinlaufen, falls welche kommen. Mal gucken, ob wir da mal was einfangen, ob ich da mal was sehe. Entspannt. Mal was knacken hören. Ja, die Nachtsichtkamera habe ich auch mit. Wo ich im Sommer da mal ein schönes Reh eingefangen hatte, da bei Darmstadt. Oder bei, das war Frank, bei Frankfurt Main. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, trinke ich erstmal hier mein Glühweinchen. Und ja, melde mich nachher nochmal bei euch. Erstmal Prösterchen. Es sind 3 Grad minus draußen, hier drinnen 16. Und es ist irgendwie total hell hier draußen. Wird wahrscheinlich gar nicht so sehen, ja, der GoPro. Ja, es ist klarer Himmel, recht voller Mond. Ja, so Halbmond. Und durch den Schnee ist es echt hell hier draußen. Aber leider, die Kamera wird das nicht so einfangen können. Ja, schade. Na gut, hier gibt es noch ein Käffchen. Und ja, dann geht's bald ins Bettchen. Jetzt kommt der Förster, scheiße. Seht ihr das? Gucken, was er sagt. Da fährt er weiter. Dann wäre es das. Ich denke mal, ein Förster. Da bestimmt hinten sein Reh drauf. Er fährt weiter. Merkwürdig. Ich dachte, der sagt mal was. Hab auch was schießen hören vorhin gewaltig. Na gut, fährt er weiter. Kann ich weiter Video schneiden für euch. Das war erstmal eine Schrecksekunde. Gut. Hab schon halb geschlafen, hab glatte Abmoderation vergessen. Okay, meine Lieben, das soll es mit dem Teil gewesen sein, der Turm. Ja, ich würde sagen, selber rausfahren, selber einen Wohnwagen bauen.
Wir sehen uns im nächsten Video. Macht euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Ciao, euer Enduro René. Ihr wird Licht ausgemacht jetzt. Gute Nächte.